Moin Freunde. Moin. Da sind wir wieder. Jo. Neuheiten der Woche. Mal ein bisschen früher diesmal, ne? Mal ein bisschen viel früher, aber deswegen nicht mit weniger Sachen. Geht auch gleich los. So, sag du was dazu. Ja. Ja, du hast mich jetzt überrascht. Ich habe mir noch gar nicht geguckt. Das ist Tamashii Nation's Bandai Robot Arts oder so. Nee, Robot das ist auch Robot Spirits. Robot Spirits, und genau. Das ist Strelitzia XX. Ich weiß nicht genau, wozu sie gehört. Haben wir aber in der Beschreibung im Webshop stehen. Es ist eine Actionfigur. Es ist kein Bausatz. Ja, ja. Es ist eine Actionfigur Stand und so dabei. Sehr schön. Dann haben wir weiter Tamashii. Genau. Dann haben wir die beiden, die gehören irgendwie so ein bisschen zusammen. Kirill Virubel und Douglas Billingham. Ja, ich vermute mal fast, dass es aus dem Game ist. Ich weiß es nicht, ich habe es auch in der Beschreibung stehen. Ich bin heute nicht ganz so gut vorbereitet, sonst weiß ich ja bei jeder Anime-Figur, aus welcher Serie die kommt. Selbstverständlich, als ausgewiesener Anime-Experte. Ja. Dann machen wir doch direkt mal mit Banpresso. Ja, aber die kenne ich. One Piece. Die haben wir schon mal gesehen. Die Nami, die taucht eigentlich jeden Monat bei uns auf. Ja. Immer mit einer neuen Figur. Sie muss immer ihre neuesten Klamotten präsentieren. Banpresso, genau. Kennt ihr? 28 Euro ungefähr. Ja, dann was Neues Versand. Mal. Banpresso hat ja jetzt auch die My Hero Academy Lizenz. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Figur. Ja, die schon einige. Genau. Und da haben wir jetzt den Namen, habe ich noch nicht drauf, weil ich noch nicht so viel davon gesehen habe. Almighty. Tatsächlich steht da auch nur in Japanisch drauf, deswegen kann ich es dir auch nicht sagen. Dafür kenne ich aber den. Das ist C17 aus der Banpresto World Figure Colosseum Reihe. Wieder von einem Designer, der auch irgendwo an der Seite drauf steht. Da unten steht er. Ja. Das ist diesmal ein Japaner. So ein Foto von ihm drauf. Genau, da wird ja immer per Voting erkannt, könnt ihr da immer jedes Jahr abstimmen, welche Designs veröffentlicht werden. Hier nicht noch irgendwie beim Presso haben. Ja, tatsächlich. Da haben wir nochmal Dragon Ball. Und zwar einmal den Son Goku als Kind. Ach, der will irgendwie nicht ganz scharf werden. Und da ist er. So, jetzt seht ihr ihn gut. Auch in einer sehr schönen Pose einmal den Son Goku erwachsen als Super Saiyajin God. Ach, und dann werden die Haare rot. Ja. Von schwarz. Es könnte sein, dass sie vielleicht zusammengehören, weil hier ist der Kleine ja auch noch mit drauf, ne? Ja, das ist einfach nur, weil es eine Line ist quasi. Ach so, deswegen. Ja. Verstehe. Gut. So, dann ja. Haben wir Michael Jordan Funko Pop. Haben wir leider immer, sind alle gestern weggegangen, beziehungsweise ein oder zwei waren noch reserviert. Die Herren kriegen von uns dann auch noch eine Nachricht. Ich weiß nicht, ob wir nochmal Michael Jordan reinkriegen, müssen wir sehen. Ja, dann haben wir hier was Nettes, finde ich ganz witzig. Einmal zu Jaws, beziehungsweise der weiße Hai. Da haben wir den Hai mit der. Da hatten wir vor zwei Wochen hatten wir ihn schon mal da, aber er unterscheidet sich in erster Linie, dass er hier vorne diese Gasflasche im Maul genau. hat. Gegen Ende des Films, wer ihn schon gesehen hat. Wer hat ihn nicht Mich gesehen? Mich wundert es eigentlich, dass es davon nicht schon wieder mal ein Remake gibt. Also die sind doch sowieso so in Horrorfilm-Remake-Laune heutzutage. Kommt bestimmt noch. Ja. Den haben wir schon mal als Remake. Ups, das Alter. Ist Freddy Krüger, diesmal aus einer relativ neuen Reihe, diese Vinyl-Terrors. Da gab es ja vorher immer schon diese Bombshells-Vinyl zum Beispiel und auch andere DC-Charaktere. Und jetzt haben wir auch einige aus der Horrorreihe, die da kommen. Ja, wir nehmen wir. Ach nee, wieder reingekommen. Vintage Serie 1, He-Man. Skeletor noch nicht wieder reingekommen. Das gleiche gilt für die anderen beiden, Hordak und She-Ra. Wer noch welche braucht, sind jetzt wieder da. Dann haben wir noch sehr schöne News für die ganzen Leute von euch, die Vintage-Serie 2 erwarten. Sie kommt. Ihr kriegt alle von uns heute und morgen E-Mails für alle Leute, die reserviert haben. Und zwar Vintage-Serie 2 und auch Hero und Eldor. Sind auch da.
Dann bekommt ihr E-Mails, wohin ihr per PayPal bezahlen könnt, an info@comicheft.de oder per Überweisung. Und wer dann bis Ende der Woche seine Zahlung getätigt hat, der bekommt die Sachen dann auch zugeschickt. Und alle Leute, die dann ihre Reservierung verstreichen lassen, die Mengen gehen dann ganz normal bei uns in den Webshop und da könnt ihr dann ab Ende der Woche die auch ganz normal bei uns bestellen für die Leute, die nichts bei uns davon reserviert haben. Und dann als letztes noch dazu für alle, die auf die Club Grayskull, Ultimate, He-Man und Skeletor warten, die sollten im Mai erscheinen. Die hat Super 7 diese Woche auf September verschoben. Also schickt uns bitte keine E-Mails, wann kommen Club Grayskull, He-Man und Skeletor. Frühestens September. Zumindest ja. Ist das die Information von gestern. So viel zu Masters. Ja, dann geht's ein bisschen weiter. Genau, und jetzt die Bombshells. Das ist das eigentlich auch diese Vinyls-Reihe? Nee, das ist eine. Vinyls. Ist das ja, da sind auch Vinyls und das ist tatsächlich schon wieder eine neue Version von der Harley. Ja. Das ist Blödsinn, das ist keine neue Version, das ist die alte, die es schon mal gab, die ist lange schon ausverkauft, ja. Haben wir wieder reinbekommen. Dann zwei neue Figuren aus der McFarlane Toys Fortnite-Reihe, da kann ich jetzt endlich mal was zu sagen, da hatte ich ja das Vergnügen, die neue Wave, die jetzt demnächst erst erscheint, testen zu dürfen. Wenn ihr das sehen wollt, geht mal bei mir auf den YouTube-Kanal Comic Toy Hunter, einfach Comic Toy Hunter Fortnite eingeben, dann findet ihr das bei YouTube. Ich, meiner Meinung nach, sehr schöne Figuren, die sind wirklich gut geworden, Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich hier okay und selbst wenn man mit der Serie nichts anfangen kann, sind da einige Figuren bei, die man sich auch, die halt ganz cool aussehen, die man sich so auch richtig schön mal ins Regal stellen kann. Also sie sind, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube 25 Euro oder ja. Sowas um den Dreh. Und für das Geld kriegt ihr noch nicht mal Marvel Legends von Hasbro. Nee. So. Und da sind die auf jeden Fall besser, muss ich ganz klar sagen. Also besser als eine Marvel Legends. Hast du noch einen Stand mit dabei, eine Base halt. Ne? Und Zubehör ist immer dabei. Zubehör dabei. Und wirklich ein schöner Materialmix auch. Und auch von der Bemalung her, hier wird nicht einfach nur eine Farbe genommen und drauf gepinselt, sondern es ist... Und sind auch ganz gut beweglich. Was haben die? 22. Ja. Also die haben tolle Bewegungspunkte. Wirklich. Der ist neu. Auch wenn es vom Bild her sieht es bekannt aus. Ist, Remake von Freitag der 13., wo Jason so längere Haare trägt. Genau, und da ist auch ganz interessant auch bei, weil da verschiedene Köpfe bei sind wieder. Und zwar haben wir nämlich einmal den Kopf mit Sack drüber und einmal ohne Maske sogar auch. Ja, und einmal mit der klassischen Hockeymaske. Genau. Dann habt ihr Machete dabei, darf ja nicht fehlen. Und wenn ich das richtig sehe, glaube ich noch eine Axt und so ein bisschen Krams. Also die Ultimate-Sachen, ich glaube, wir haben die für 31 Euro, die Jason-Figur, inklusive Versand. Nika, kannst du nichts falsch machen für den Preis. Genau, und hier kann man auch nichts falsch machen. Denn das ist auch Necker, wieder ein Predator, diesmal zum Film The Predator, der vor kurzem noch im Kino war, mittlerweile auf DVD und Blu-ray draußen. Ist so semi gut angekommen beim Publikum. Ja, bei mir auch. Also ich bin ein großer Predator-Fan, ich finde auch die Figuren geil, ich finde die Charaktere geil. Ja. Den Film hätte man einiges mehr draus machen können. Ja. Und das ist dieser riesige Assassin Predator, der, ja, ich will nicht sagen doppelt so groß, aber schon 50% größer ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Normalen Predatoren. Ja. Ist auch eine sehr große Figur. Was sind das? 9 Inch vielleicht, würde ich mal tippen. Das sind auf jeden Fall 9 Inch, ja. Bestimmt. Und auch beweglich, hat auch wieder einen zweiten Kopf dabei. Noch ein bisschen was an Zubehör, Hände. Messer und so weiter. Ja. Dann was ganz Nettes, ein Doppelpack von Necker, auch zum selben Thema halbwegs, denn das hier ist zu einem Arcade-Spiel, ja. Das es damals gab.
Ich glaube, das gab es auch auf dem Super Nintendo. Ich weiß es nicht genau. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja. Die sehen auf jeden Fall auch sehr arcade-mäßig aus. Ich finde die ganz cool. Wir haben hier einmal einen Dutch mit einem mit so einem Cyborg-Arm. Das sieht echt krass aus. Ist aber ein Dutch, sag ich mal, wie sie damals versucht haben, Arnold Schwarzenegger nachzuzeichnen. Genau, ja, genau. Das ist auch, ich glaube, die Vorlage zu dem Videospiel waren die Comics von Dark Horse. Vermute ich mal einfach. Ach so, und das, du meinst, dass sie dann so wie in den Comics der Dutch gezeichnet wurde, dass sie genau. den da übernommen haben. Ja, möglich, das, da ja. bin ich tatsächlich überfragt. Möglich. Das weiß ich nicht. Ich aus den Comics kenne ich sie gar nicht. Ich habe aber nicht alle Predator Comics gelesen. Alien Predator Comics. Ich da kommen auf jeden Fall, kann ich euch jetzt schon sagen, da kommen auf jeden Fall noch die passenden Alien und Predator Figuren zu. Die wurden schon auf der Toy Fair gezeigt. Ich sehe sie auch gerade hier hinten. Ja, also hier hinten seht ihr auch schon mal da auf dem einen oder anderen Bild, seht ihr schon mal so ein Alien um die Ecke gucken. Genau. Das sind die. Haben wir noch eins und dann machen wir eine kleine Pause, dann geht es nachher im zweiten Teil. Machen wir noch ein Highlight, bevor die ganzen anderen Highlights nachher im zweiten Teil kommen. Und zwar Kotobukiya kann ich euch sehr empfehlen. Nachdem ich jetzt die zweite Figur aus der Kotobukiya-Reihe ausgepackt habe, muss ich sagen, die sind wirklich toll. Diese Bishuyo-Figuren, wie sich das hier nennt, das sind halt immer Charaktere, die, also hier in dem Fall sind es klassische männliche Figuren, die in ein sehr erotisches, weibliches Pendant umgewandelt wurde, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also hier, John Carpenter, haben wir wieder Halloween, Michael Myers, aber als Dame, als messerschwingende Dame. Ja. Auch noch mit der Michael Myers Maske sozusagen, wenn ihr obwohl dann sieht man immer noch, dass es eine Frau ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man die aufsetzen kann oder ob die einfach so als dabei liegt. Oder ob sie die vielleicht in die Hand nehmen kann. Das oder weiß so. Ich nicht. Ist auf jeden Fall sehr schön und erfahrungsgemäß ist es so, dass diese Bishuyo-Figuren sehr schnell ausverkauft sind und sehr schnell sehr teuer werden. Wir haben aber eine Menge da, also keine Panik. Erstmal. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im zweiten Teil wieder. Genau. Bis nachher.